Die oberösterreichische Pfarre Linz St. Peter hat eine Initiative gestartet, um Tierbesitzerinnen und Tierbesitzern zu helfen, die wenig Geld haben. Denn die Erfahrung zeigt, oft sparen sich arme Menschen das Geld vom Mund ab, um ihre Tiere nicht hungern zu lassen. Pfarrer Zeiger hat in Hamburg das Projekt Tiertafel kennengelernt und nach Österreich geholt. Also, alles Gute. Der Fachausschuss Schöpfungsverantwortung setzt es mit ihm um. Sagen wir mal, sie sparen an sich selbst, um den Tier Nahrung kaufen zu können. Und das haben wir wirklich am Anfang und das hört man immer wieder und das freut einen dann, wenn man diesen Leuten helfen kann. Zu uns ist eine Dame gekommen, da hat es mir richtig geschreckt, wie ich das erste gesehen habe. Also die war nur mehr Haut und Knochen, hat uns dann erzählt, dass sie nicht das Geld hat, dass sie für ihren geliebten Hund ein Futter kauft. Jetzt gibt es halt für ihren Lebensmittel quasi ein Hund das Futter und sie verzichtet lieber auf ihr Essen, sage ich jetzt mal. Und das war einfach schlimm. Eine Bedingung gibt es. Die Hilfesuchenden dürfen sich nicht noch mehr Tiere zulegen, als sie schon haben. Es war bis jetzt immer so, dass wir immer genug gehabt haben, obwohl wir ja rein von Spenden leben. Wir sind angewiesen auf Privatpersonen, auf Firmen, die uns helfen. Und das eigentliche Wunder ist für mich, dass das immer reicht. Die Initiative hat sich bereits ausgeweitet. Es gibt schon 3 Ausgabestellen. Anliegen des Projekts Tiertafel ist es auch, Seniorinnen und Senioren bei der Vermittlung ihrer Tiere zu helfen, die sie nicht ins Pflegeheim mitnehmen dürfen.